Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video-Channel. Nach wenigen Tagen gibt es bereits wieder das nächste Video. Ich wollte diesmal nicht mehr so lange warten, bis ich die nächsten Videos poste. Und das wird diesmal wahrscheinlich eher ein kürzeres Video, da ich euch mal gerne mal die Änderungen vorstelle, die ich sag mal, an der Fräse oder an dem Zubehör geändert habe, während der letzten Wochen oder ja Monate, kann man ja eher sagen. Und bevor ich damit loslege, möchte ich mich erstmal mich bedanken für alle Abonnenten. Als ich am Anfang damit angefangen habe, habe ich gedacht, da gucken sie vielleicht eh nur 10, 20 Leute an, aber mittlerweile geht die Anzahl der Abonnenten fast gegen 400. Also ich bin wirklich überrascht und kriege auch viel positives Feedback. Und es scheint euch doch zu interessieren, was ich mit dieser Maschine mache oder wie ich mit dieser Maschine arbeite. Eher so rum. Gut, beim letzten Video habe ich euch vorgestellt, wie ich mit dem Laser arbeite, beziehungsweise eher mehr, wie ich den Laser angeschlossen habe an meine Maschine, an die Steuerung. Einen wichtigen Aspekt hatte ich vergessen zu erwähnen, und zwar hatte ich gesagt, ich habe ja den Laser über PWM angeschlossen, so dass ich die Intensität des Lasers ansteuern kann. Und ich habe letzte Woche erzählt, dass ich dadurch diese Funktion hauptsächlich nutze, um den Laser so schwach einzustellen, dass man nur noch einen Punkt sieht, um das Objekt entsprechend antasten zu können, sprich den Referenzpunkt oder den Nullpunkt setzen zu können. Aber fast noch viel wichtiger ist eigentlich, wenn ich den Laser auf die minimale Intensität einstelle, dann kann ich den entsprechend fokussieren. Das heißt, bei diesem Laser ist es beim Gravieren oder beim Schneiden von Pappe oder Moosgummi unheimlich wichtig, dass man den Fokuspunkt richtig trifft oder richtig einstellt, damit dort entsprechend der Laser eine hohe Intensität hat und so dass da, ich sag mal, viel Hitze entstehen kann, um das Moosgummi wegzubrennen oder um das Muster in Holz oder in sonstigen Materialien einzugravieren. Und wenn man den Fokus nicht korrekt eingestellt hat, hat man entsprechend nicht genug Leistung an dem Punkt. Ich habe das voreingestellt. Man sieht das hier an dem Laser. Sekunde. Hier unten gibt es so einen kleinen Ring. Ja, kann man das vielleicht ein bisschen deutlicher sehen hier unten. So. Und wenn man an dem Ring dreht, ja, dann kann man die Linse entsprechend verstellen, so dass der Fokus eingestellt wird. Und wenn man den Laser auf Maximalleistung laufen lässt, dann kann man aufgrund dessen, dass der Laser extrem grell ist, kann man nicht wirklich den Punkt sehen. Ja? Und so kann man im Prinzip nur durch Probieren schauen, wo der Fokuspunkt eigentlich ist. Und dadurch, dass ich die Möglichkeit habe, die Laserintensität so niedrig zu stellen wie möglich, kann man schon, wenn man die Brille aufsetzt, den Punkt relativ gut sehen und kann man so an dem Ring drehen, was ich selber jetzt nicht mehr mache. Denn ich habe hier eine Grundeinstellung drin und wenn ich den Fokus setzen möchte, dann bewege ich einfach die Z-Achse nach oben oder nach unten. Ja, so kann ich dann genau sehen, wo ist der Punkt am schärfsten, wo ist der Fokus am besten eingestellt. Und ja, das mache ich damit im Prinzip bei jedem, ich sag mal, bei jedem Brett oder bei jedem Material, das ich gerne gravieren oder schneiden möchte. Ob das jetzt Papier ist, ob das Moosgummi ist oder ob das so ein Holzstück ist, das ich gravieren möchte, dort kann ich dann den Fokuspunkt entsprechend einstellen. Gut, was wollte ich euch noch zeigen? Ich muss kurz mal meine Liste schauen. Ja, Umbauten. Es ist eigentlich gar nicht viel passiert an Umbauten. Ich habe an der Maschine hier selber nichts umgebaut. Ich wollte hier die Kammer, diese Klemmen hier nochmal ersetzen durch ordentliche Stecker. Dazu bin ich noch nicht gekommen. Ich habe jetzt die ganze Elektronik hier rüber geschaffen. Hier wollte ich demnächst mal ein Gehäuse dafür bauen, fräsen, wie auch immer. Ja, das war es eigentlich. Ah, doch, eine Sache habe ich jetzt doch geändert. Und zwar habe ich hier meinen Eimer für den Zyklonabschalter, ja, aus einem der vorherigen Videos. Hier kann man den Käfig noch mal ganz gut sehen. Diesen Eimer habe ich jetzt ersetzt durch diesen Blecheimer hier. Ja. Der Vorteil bei diesem Blecheimer ist, das Ding ist riesengroß, es sind 30 Liter im Vergleich zu 10 Liter.
Und durch den Käfig bleibt der ganze Dreck auch hängen. Das ist ein bisschen blöd zum Ausleeren. Und hier mit dem Blecheimer ist das Ganze schon wesentlich angenehmer. Auch von der Größe her. Ich glaube, mit dieser Größe komme ich mindestens ein halbes Jahr aus. Je nachdem, was ich mache, wie viel ich mache, muss ich den nicht so oft ausleeren. Das Ganze ist angeschlossen wie gehabt. Das Einzige, was sich geändert hat, ich habe hier entsprechend ein anderes Gefäß, ein anderes Gehäuse. Naja, ein anderes Gefäß, einen anderen Eimer. Das Schöne an dem Eimer ist diese Manschette hier mit dieser Klammer. Dadurch kann man das Ganze sehr einfach, na, mit einer Hand ist das jetzt ein bisschen blöd. Na ja, doch, so. Ja, mal reinschauen. Da ist der ganze Dreck. Und dieser Eimer lässt sich wirklich sehr schön ausleeren. Das Interessante bei dieser, ich sag mal, Konstruktion ist, ich habe hier meinen ersten Fräser kaputt gemacht. Das hier ist Blech und naiverweise habe ich gedacht, nimmst du einfach einen Fräser, einen Diamantverzahnten und fräst das Loch hier rein. Das ist hier tatsächlich gefräst. Hier unten hier befindet sich ein Loch, entsprechend der Größe. Und der Fräser hat es nicht überlebt. Zum Glück war es ein gebrauchter Fräser und er war auch vergleichsweise günstig. So sieht der Fräser jetzt aus. Ob ich den Fokus einstellen kann. Ja, also hier oben ist alles im Prinzip weggeschmolzen. Hier sind noch ein paar Blechreste dran, also den Fräser kann ich hier vergessen. Ja, zum Glück war der jetzt nicht so teuer. Aber das war schon ganz schön abenteuerlich. Also für mich jetzt, Blech lässt sich wirklich sehr, sehr schlecht ausfräsen. Selbst mit so einem Diamantverzahnten, naja, schimpfte sich Hochleistungsfräser. Ist, glaube ich, an sich nicht schlecht, aber für den Anwendungszweck einfach nicht geeignet. Das Ganze hat auch gut Funken gegeben. Ich war froh, dass ich eine Brille an hatte. Hier könnt ihr noch die restlichen Spuren sehen. Ja, das fing auch an, so ein bisschen zu kokeln. Das roch auch wirklich sehr unangenehm verbrannt. Ja, verbrannt im Holz. Und ich hatte, glaube ich, eine Zustellung gewählt von 0,25 mm. Nichtsdestotrotz, die Maschine hat das gut verkraftet. Ja. Das Blech, das habe ich hier festgehalten mit diesen Klammern hier, mit diesen Spannbratzen. Das ist auch nicht hin und her gerutscht, aber hier gab es schon ordentlich Funken und gut, dass ich da war. Nicht, dass es irgendwie noch in Brand geraten wäre. Ich glaube, das hätte nicht mehr lange gedauert. Und das ist auch mal eine eigene Erfahrung. Ja? Also wenn ich mir demnächst mal irgendwie mit Blech was machen möchte. Ich glaube, Alu würde, glaube ich, noch gehen. Habe ich noch nicht ausprobiert. Aber Blech definitiv nicht. Selbst obwohl es so ein dünnes Blech ist. Also der Fräser ist definitiv hin, der kommt auch in den Müll. Ein schöner Voll-Hartmetallfräser, aber gut, davon habe ich eh mehrere von den gebrauchten Dingern hier. Ja, ging damit nicht so gut, aber das Loch ist im Blech drin und der Eimer ist jetzt gefräst. Das passt jetzt soweit. Gut. Es gibt noch ein anderes Update. Hier links seht ihr meinen Xbox-Controller. Ich hatte in einem Video ja euch gezeigt, wie ich diesen Xbox-Controller benutze, um das Jogging zu machen mit der Maschine, sprich den Nullpunkt anzufahren. Es funktioniert, aber nicht sehr zuverlässig. Auf der anderen Seite bin ich nicht so zufrieden mit der Jogging-Funktionalität von Goebel oder von dem BCNC. Es liegt weniger an BCNC, mehr an der Goebel-Firmware auf dem Arduino, weil das Jogging nicht wirklich unterstützt wird. Das zeige ich mal in einem anderen Video. Das Problem ist, dass man im Prinzip immer nur Schritte gehen kann. Ja, links, rechts, entsprechend auch hier mit dem Controller. Problematisch für den Controller war auch der Treiber. Der muss, bevor BCNC geladen wird, auch noch der Treiber geladen werden. Lässt sich zwar alles automatisieren, aber ich war mit der Lösung noch nicht so ganz so glücklich. Und deswegen benutze ich momentan nur diese Funktastatur, die aber wirklich sehr gut ist. Und damit kann ich auch über die Pfeiltasten entsprechend das Objekt antasten. Aber auch hier die Einschränkung mit dem Jogging, das stelle ich mir im anderen Video mal vor. Das Jogging ist nicht so, ich sag mal, geschmeidig, ja, wie ich das gerne hätte. Das ruckelt ein bisschen und es reagiert auch nicht so gut, meiner Meinung nach. Vielleicht in einem anderen Video. Jedenfalls habe ich jetzt den Xbox-Controller erstmal ausgemustert. Da ich eine Xbox habe, kann ich den als zweiten Controller verwenden. Oder vielleicht bekomme ich irgendwie noch irgendwie eine andere Idee. Komme ich auf eine andere Idee, wie ich den besser verwerten kann für die CNC. Auch eine Sache, die mich auch ziemlich genervt hat, ist die Energiesparfunktion. Wenn man den anmacht, läuft er eine Weile. Nur bei einem Fräsjob tue ich den Controller natürlich beiseite und
Wenn der Fressjob fertig ist, komme ich wieder hin und möchte das Ganze bewegen, aber dann hat sich das Ding schon wieder schlafen gelegt. Ist es nicht so tragisch, aber es nervt einfach. Ja. So, wie geht's weiter? Ich mache momentan ein paar Experimente mit dem Jogging und wie ihr hier sehen könnt, habe ich wieder meinen guten alten Wii Classic Controller ausgepackt. Und die Idee dabei ist, dass ich das Jogging direkt in der Firmware vornehme. Ja, hat den Vorteil, dass ich überhaupt gar keine Software brauche. Das heißt, BCNC muss gar nichts davon mitbekommen. Und ich brauche keine Treiber. Das wird direkt in der Hardware angesprochen. Und auch hier mit dem schönen, ich sag mal, Home-Knopf hier vorne, ja, habe ich auch vor, entsprechend das Werkstück auch anzutasten mit der Home-Taste. Ich habe hier vorne ein paar Tasten, die vertesten hier diese. Ja, diese analogen Sticks, vielleicht kann man die auch irgendwie verwerten. Momentan mache ich noch ein paar Experimente damit. Sobald ich ein bisschen weitergekommen bin damit, würde ich euch das auch mal vorstellen. Aber ja, das ist eigentlich alles bisher gewesen, was ich jetzt mit dem Umbau gemeint habe. Viel ist nicht passiert. Hier die Laserschaltung wollte ich noch ein bisschen ändern. Und ja, ich denke, das war es eigentlich diesmal für dieses Video. Das war jetzt doch länger, als ich ursprünglich geplant habe. Das war jetzt, glaube ich, das Video 29. Es folgt, ich glaube, ich mache das Video nächste Woche, das Video Nummer 30. Und es ist jetzt ziemlich genau 9 Monate her, wo ich die Maschine habe. Und bei dem nächsten Video möchte ich euch einfach nochmal einen Rückblick geben und vielleicht ein kleines Review über diese Fräse. Hier speziell jetzt hier die Fräse, die ich gebaut habe, nach quasi der CTX-Anleitung bzw. nach dem Workshop in der Dingfabrik in Köln. Und da will ich einfach mal für mich ein kurzes Fazit ziehen, Rückblick, Review, Alternativen und so weiter und so fort. Das folgt dann in meinem nächsten Video. Für jetzt denke ich, war es das jetzt. Und wie immer, Fragen, Kritik, Anregungen, immer her damit. Ich freue mich über jede Rückmeldung. Bis zum nächsten Mal.